Alle wieder wach. Ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Pause und es geht weiter hier mit Minecraft Yoshi Survival auf diesem Kanal. Ja, wir waren stehen geblieben bei ein wenig Lager aufräumen, bei Boden machen in der, ich sag mal, in dem kleinen Haus. Und ja, wir können ja gucken, ob wir vielleicht in der großen Villa auch noch was machen können. Aber das sehen wir gleich. Jetzt muss ich erstmal noch so zwei, drei Sachen im Lager eben kurz noch gerade schieben. Okay, das heißt, wir gehen wieder in-game. Schön. Und ach so, ja. Der Floppe schreibt, ja, gute Idee, Kaffee, siehst du? Hätte ich mal lesen sollen. Also dann, ja, dann Prost Kaffee, mein Freund. Selten, dass du schreibst. Ja. Der Gute ist eigentlich eher so der stille Zuschauer. Das war heiß. Okay. Das ist, siehst du, mein T-Shirt hat auch Kaffeedurst. So muss das sein. Ne? Verdammt. Hier noch. Glaube, jetzt haben wir's. Okay. Ebenfalls, genau. Prost. ja, an dieser schönen Stelle würde ich sagen, ich hatte doch noch irgendwas vergessen im Lager, meine ich. Ne? Und zwar war das wohl, bevor ich da jetzt runterlatsche, lass uns erstmal kurz dieses Zeug hier rausschmeißen. Das kann wieder einsortiert werden. Und ach so, wie ihr sicherlich bemerkt habt, bewegen wir uns im Bereich des Lagers sehr flüssig. Was darauf zurückzuführen ist, dass ich eine Fehlinterpretation hatte. Habe gedacht, habe wirklich gedacht, dass Minecraft so ja wahnsinnig ressourcenfressend ja gar nicht sein kann. Also ihr Gedanke wo gemerkt und habe mir dann so gedacht, dass ich hier einfach ja, dass das das Realms überlastet ist mit dem, was hier am Lager passiert und dass es deswegen so am Ruckeln ist. Wir sind nicht. Nein. Es lag tatsächlich an der Hardware. Sagen wir mal. Probiere derzeit eine andere Grafikkarte aus und ich muss feststellen, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Denke, ich werde mir so ein Teil zulegen. Teste gerade die 2070 von Nvidia. Die ist wirklich sehr angenehm, auch wenn es natürlich jetzt bald wieder was Neues gibt. Die 30er-Serie ist im Kommen, wie man so schon sagt. Hat noch keiner geklärt, wo Kommen liegt und wie man da hinkommt, aber auf jeden Fall ist das wohl im Kommen und ja, aber wahrscheinlich auch wieder schweineteuer. Muss ja auch nicht immer das Neueste sein, ne? So, Moment, das war neben den Schildern. Erst rot, dann. Doch, genau, erst rot, dann blau. Kriegen wir hin. Ach, der Dizzy ist auch da. Huhu. Was macht die Kunst? Auch eine neue Graka, sagst du? Guck an. Kann man die denn im Laptop tauschen? Meine, du hättest einen Laptop, oder? Oh, Moment.
Obwohl, klar, sicher kann man den Laptop tauschen. Nur ein bisschen umständlicher. Also ich habe mal gelesen, dass wenn du im Lab hier eine Grafikkarte tauschen möchtest, ein Rechner Tower Configure. Oh, er geht unter die Towers. Ist ja Knaller. Super. Ah nein, Fehler, Fehler. Nichts passiert, war ein Glück. Uiuiui. So. 12, 13, 14, 15, 16. War die Waldfee. Okay. Haben wir im Sack. Jetzt muss ich das hier auch noch machen. Das heißt, hier muss ich jetzt reduzieren. Der weg und der schnell hin. So, scheint gut gegangen zu sein. Zwölf, zwölf. Da hat man es jetzt gesehen, ne? Nur 16er Stack. 12, 13, 14, 15. Also 12, 13, 14, 15, 16. Dann fällt es natürlich auch durch, wenn man da Material hinpackt, das nur so wenig Stacks hat. Also insgesamt passt hier quasi dann ein Stack rein. Der würde drin bleiben, alles andere fällt durch. So. Den Rest müsste ich eigentlich im Programm haben, richtig? Das heißt, das, was da vorne noch an Treppe und Stufe über war, war eigentlich nur das, was ich vorhin zu viel reingeworfen habe, hoffe ich. Ich werde jetzt noch mal die Schilder oben reinschmeißen hier. Cool. Warum renne ich eigentlich immer nach oben? AMD RX 6800 XT. Oh, nett. AMD Ryzen 7. Klingt doch schon mal nach einem Plan, oder? Ja. Momentan ist es tatsächlich so, also auch ich weiß ja, also die 2080, also wenn du jetzt Nvidia nimmst, die 2080 ist bei AMD kenne ich mich nicht aus, muss ich gestehen. Aber was die 2080 betrifft, die ist End of Life. 2070 weiß ich nicht, offen gesagt. Ich glaube, da gibt es noch ein Modell, was gebaut wird. Jo. Aber was definitiv noch gebaut wird, ist die 1650. Ja, also. Wie gesagt, so dass das High-End-Modell, sage ich mal, wird einfach ersetzt durch die 3080. Da gibt es momentan aber auch wohl Produktionshänger, sage ich mal. Also die kommt erst irgendwann nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. Da muss man dann mal schauen. Da gab es wohl das Problem mit dem Chip-Hersteller. Der wohl dann auch C-bedingt, ich will das Wort nicht aussprechen hier, ja, ich sag mal, die Produktion ein bisschen runtergefahren hat oder sogar teilweise eingestellt, Pause, Produktionspause hatte. Ja, auf jeden Fall lasse ich das jetzt mal ins Lager wieder reinfluppen, das, ne, mit dem Aufzug hier. Blub, blub. Aber wie du siehst, ist es alles flüssig jetzt, ne? Keine, sag mal, 3 bis 4 Frames mehr pro Sekunde, sondern man kann sich wirklich flüssig bewegen, sogar im Lagerbereich.
Allerdings brauchst du dafür auch richtig Power. So, die Sachen, jetzt kann ich gucken. So, hat es funktioniert? Ja. Da kann ich leider nicht gucken, weil da hatte ich leider nur eine von Zwirbelranken. Die habe ich oben im Programmiertrichter. Dann habe ich hier vier Wurzeln, die sind durch. Die Wurzeln sind durch. Knochenblock hat auch funktioniert. Die werde ich erst gleich sehen, wenn sie durch sind, durchs Lager. Quasi auf dem Rückweg. Da. Ist drin. 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 Auch drin. Passt. 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 So. Und hier hatte ich noch zwei, ne? Passt. Passt ebenso. Tja, super. Das heißt, wir haben wieder so einiges hier aus der Überlauftruhe, gerade so die dicken Stacks alle da rausgefischt und haben das hier hinten drin. Das finde ich schon mal gut. Sowas wie Falltüren und so, da muss ich noch mal schauen, weil da ist ja jetzt auch was noch zugekommen. Theoretisch müsste ich hier noch irgendwo Türen unterbringen, aber die Frage ist immer, oh verdammt. Vielleicht packe ich die da hinten noch hinter oder so. Oder ich tue sie hier hin. Nee, geht gar nicht. Da sind ja schon Zwirbelranken. Oder ich hau die abgestorbenen Korallenblöcke weg. Braucht eh keiner, oder? Jetzt mal ehrlich. Wasserkühlung. Oh, Wasserkühlung ist gut, ja. Wenn sie dicht ist. 32 GB RAM, 1 TB SSD, nettes Teil. Unter 2. Okay. Ja. Da kann man schon mal so ein bisschen was für hinblättern, ne? Aber unter 2. Das, was du dir da holst, ist eigentlich, glaube ich, ein guter Preis. Aber glaube, ich weiß es nicht. Ich bin da, was die Preisgestaltung betrifft, echt nicht so 100 Pro auf dem Laufenden. Ich weiß nur, dass du, wenn du dir wenn du dir einen Gaming-Rechner zusammenstellst mit, ich sag mal, dem Maximum, was möglich ist, ja. Mit dem Preis kriegst du auch schon einen Kleinwagen. Also inzwischen ist da, wird da so viel Kohle für rausgehauen, das ist echt Wahnsinn. Oder für verlangt vielmehr. Da schon irgendwie krass, ne? So, jetzt gibt es ja von hier aus einen Geheimgang, einen geheimen Tunnel in mein Lager. Fängt da an. In meine Villa und hört hier auf. Das war ein schneller Gang, ne? Gehst einmal durchs Lager, stehst im Poolraum. Poolraum, haha. Blub, 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 blub. Bin ich so mega klasse. So, genau, hier meine kleine Saunadeko und mein Blubberpool. Den man nicht reinspringen kann. Ich finde, das sieht so geil aus. Ja. Verstehe, verstehe. Das ist natürlich richtig. Was jetzt? Also, ich drehe mal das Schwert. Stelle fest, dass dann hier die Geheimtür aufgeht. Hier wollte ich doch eigentlich auch mal noch was reinbauen. Patronen habe ich reingestellt, mehr habe ich nicht getan. War nichts drin, ne? Ja, gut, in der ist klar. Aber ansonsten, doch hier. Da habe ich das TNT reingepackt, damit keiner was sprengt. Okay. Genau, ich hatte ich einfach nur Lagertruhen außenrum gepackt. Das reicht aber, glaube ich, auch. Müsste dann nur mal Schilder drüber machen, was drin ist. Damit man hier nicht Rätsel rät, dann geht das.
So, hier habe ich noch mal ein Schwert. Das muss ich auch noch mal im Kreis drehen. Dann geht die Tür wieder auf. Dann wird der Durchgang wieder getarnt. Tada! Warum nicht? Noch nicht. Warte ab. Warte ab. Kommt alles, kommt alles. Die Spieleprogrammierer, die richten sich ja auf die Hardware ein und programmieren entsprechend, ne? Muss man ja mal so sagen. Geh das Türchen auf. Ja, dann kommen wir hinter der Bar raus. So. DJ-Pult. Tanzfläche. Auch alles leer hier. So, die gemütlichen Sitzecken hier. Das ist meine Villa. Extra Party, ein extra fetten Partykeller. So, hier ist mein Foyer sozusagen. Schön mit zauberten Rüstungen. Oh Mann, ey. Was hier für Arbeit drin steckte. Und ich rede nicht nur vom Bauen, ne, sondern auch vom Material beschaffen. So, das ist dann der Konferenzraum mit dem Buffet war das. Aber hier mache ich auch nichts anderes rein. Der Boden bleibt auch wie er ist. Wie sieht es hier aus? Art Wohnzimmer war das hier, ne? Auch noch mit so einer kleinen Tanzfläche mittendrin. Ja, glaube, da würde ich auch lieber bei dem bleiben, was drin ist. Aber sieht so eigentlich auch ganz gut aus. Badezimmer. Zimmer noch hinten dran. Ich glaube, ich werde unten im Partyraum. Ach, hier, guck mal, Schlafzimmer. Da kann ich den Boden mal ersetzen. Yes. Hier mache ich einen gemütlicheren Boden rein. Ja, was soll ich sagen? Also wenn ich habe ja in der ersten Welt, die ich also seit Release gebaut habe, ja, oder gebaut hatte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, da habe ich ja auch nur immer außen gemacht. So, aber jedes Mal, wenn ich dann in das Gebäude reingegangen bin, habe ich mir gedacht, so, boah. Ja, deswegen denke ich mir immer, also wenn schon ein Gebäude irgendwie gebaut ist, dann musste auch irgendwas rein. Egal was. Und wenn es nur einfach eine Sitzecke ist und ein paar Bücherregale oder so. Ja, ich, so nackig, das finde ich irgendwie doof. Oder ein paar Bilder an die Wand oder so. Irgendwie sowas. Ich habe es ja oftmals sehr überladen, muss man mir einfach mal gestehen hier, ne? Gleich. Achso, das ist einfach nur ein Regal, stimmt. So, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Kann aber sein, dass die Türen kaputt gehen, wenn ich das jetzt mache. Wir werden sehen. Bleiben, wo sie sind. Sehr schön. Sehr brav. So, dann kloppen wir den Boden mal hier raus und da kommt dann ein schöner gemischter. Soll ich mal mischen? Soll ich mal ein Wir und Karmesin-Nezel-Mischboden machen? Hätte was, ne? Eigentlich müsste ich das auch rausreißen hier. Aber überlegen, ob ich da lieber. Nee, komm.
Mache ich wieder Teppich rein, passt schon. Haben noch jetzt so Ketten, ne? Nur für den Fall, dass ich oben das einfach durchziehe mit den Treppen. Hätte ich hier ja ganze Blöcke. Was ja dann wiederum bedeutet, dass ich hier Abhänger machen kann aus Ketten und dann die Laternen aufhängen. Das ist eine Idee. Ich habe, glaube ich, für Ketten aber auch noch keinen Slot. Ich meine, dass die Ketten, die ich habe, irgendwo in der neuen Stadt in irgendeiner Truhe sind. War ja nicht so viel. Wir können ja eigentlich mal welche bauen, ne? Das ist ja. Aus Eisen ist das ja, glaube ich, kein Problem. Ich meine, die baut man nur aus Eisen irgendwie. So, das da noch weg. Witzka. Dachte ich, ich wäre fertig. Ist noch eine halbe Etage Boden drin. Ich habe so das Gefühl, das dumme Gefühl, dass ich gleich noch mal in den Wir bzw. in den Wald muss und mir noch Karmesinstiel besorgen muss. Den könnte ich mir aber auch im größeren Stil im Nether besorgen. Da brauche ich nicht ständig wieder anbauen. Da wir den Nether ja sowieso zwischendurch resetten, in letzter Zeit zumindest relativ häufig oder häufiger, kann man das ja einfach mal so machen. So, der Boden ist raus. Wo muss ich jetzt raus? Moment, wo ist die Tür? Hallo? Tür? 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 Wind? Da ist die Tür. So. Verdammt. Jetzt glaube ich dir auf jeden Fall. Also, das ist, also ich kann dir nur sagen, es gibt nichts Angenehmeres als vernünftig zu sitzen, als ich sage jetzt mal mit einer relativ leisen Performance zu zocken. Also ich habe mir mit dem, was ich jetzt hier habe, habe ich mir ein anderes Tower-Gehäuse auch gleich zugelegt. Sondern ich sag mal, dass das ringsrum gedämmt ist halt. Das heißt, den höre ich im Prinzip so, wenn der im Ruhemodus ist, höre ich den gar nicht. Noch nicht mal die Lüfter. Du hörst ihn einfach nicht. Der ist so gut gedämmt, dass du die Laufgeräusche von den Lüftern gar nicht wahrnimmst. Das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Dafür ist es natürlich keiner, der irgendwo eine Platte hat und leuchtet und whatever, sondern einfach schwarzer Würfel, sage ich mal. Aber auf die Weise ist er natürlich leise, weil er halt ringsrum mit, ja, ich sag jetzt mal, relativ dicken Schallschutzplatten halt bedeckt ist oder belegt ist. So. Ist viel rum hier? Glaube. Ich glaube, auf dieser Tanzfläche würde das auch ganz gut kommen. Würde ich sagen, machen wir im Schlafzimmer oben Wir-Rätsel, obwohl wir kann ich im Nether nicht abbauen. Ach, ich mache das einfach. So, und hier könnte ich ja dann noch auswechseln gegen gegen Karmesin-Rätsel.
dann blinkt das nicht nur außen, sondern hast du hier auch noch so einen Effekt auf der Tanzfläche. Das bleibt, wie es ist, diese Platten. Auch alles rot. Bring mich auf Ideen immer. Das finde ich ja so, mit neuem Material kriegst du natürlich auch neue Ideen im Kopf, ne? So. Stürm zurück! Für diesen Geheimgang. So. Erstmal ein bisschen was rauspfeffern hier. Ich habe übrigens wieder ein bisschen Purpur übergemacht. Vier Stacks brauche ich. Alter Schwede, Schafe habe ich natürlich nicht. Vier Stacks habe ich nicht davon. Gut, dafür gibt es externe Tastaturen, ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Wenn es nur daran liegt, kannst du den Laptop ja auch zulassen und einfach an den Monitor anschließen. Du musst ihn ja noch nicht mal am Tisch legen. Packst irgendwo hin, wo du den Lüfter nicht so hörst und schließt einfach Kabel an. Funktioniert genauso. Es nur darum geht. In den Tower ist eigentlich vorteilhafter wegen der Belüftung und wegen der Performance. Bei gleicher Hardware taktet der nicht so schnell runter. Ist nicht so laut und du hast ja definitiv mehr Stacks, okay. Also ich denke, du hast immer mehr Möglichkeiten, da mal aufzurüsten oder so. So, Karmesinstiel haben wir noch hier im Angebot. Wird für die Tanzfläche aber auch nicht ganz reichen. Auch noch Wir und Karmesin. Ich kann es nicht ändern. Ich muss das noch besorgen. Ich muss was besorgen. Ja, ich habe es mitgekriegt. Ich habe es mitgekriegt. Je nachdem, wie er gedreht war, ist da schon schwer, dann sein eigenes Wort zu verstehen. Nein, so schlimm nicht, aber zumindest ist der. Klingt schon wie so ein kleiner Jet, wenn er starten möchte, ja. Liegt aber ganz einfach auch an den Größen. Ist doch klar. Überleg mal, wenn du ein Tower-Gehäuse hinstellst, da sind ja meistens dann auch große Lüfter drin. Die großen Lüfter mit einem großen Radial, die drehen natürlich nicht ganz so schnell, müssen sich auch nicht so schnell drehen, um die gleiche Luftleistung zu bringen. Diese kleinen Dinger, die mal du meistens im Laptop hast, die müssen sich natürlich auch entsprechend schnell drehen, um zu belüften. Zumal auch weniger Platz da ist. Zum Lüften, sage ich mal. Entsprechend muss ja da die Wärme auch noch schneller weg. Also es beißt sich natürlich irgendwo. Dann drehen die sich natürlich wie bekloppt. Oh, falsch, dran vorbeigelaufen. So, komm, wir teleportieren zum Bahnhof und jetzt muss ich laufen. Jetzt muss ich zu unserem Wald laufen. Also mache ich jetzt einen Waldlauf, oder wie? Bahnhofshalle. Kleiner Turm. Kleines Denkmal. So, ich gehe mal kurz dahin. Lauf, Yoshio, lauf. Sicher. So, da vorne, dieses große Haus hier, das hat noch 13 Wohnungen frei, die noch nicht eingerichtet sind. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir von mir aus hier eine PN, ja,
Auch wenn ich nicht da bin, ist vollkommen egal. Einfach eine PN hier reinschreiben oder schreibt mir bei YouTube nachher irgendwo in einen der eins der Minecraft-Videos einen Kommentar, dass ihr da gerne eine Wohnung eingerichtet hättet von mir, so wie ihr das gerne möchtet. Und ich kann dann halt bei einem der nächsten Streams das Ganze mit einplanen. Dann könnt ihr auch dabei sein und sagen, ne, den Tisch hätte ich gerne da und die Couch hätte ich gerne da und ich hätte gerne andere Decke oder whatever. Einzige, was ich nicht ändern kann, ist die Wandfarbe. Die bleibt, wie sie ist, weil die auch gleich Außenwand ist. Sonst wird das ein sehr buntes Gebäude. So, dann gehe ich mal zum Wald. Was habe ich gesagt? Ich brauche Wir, brauche ich. Na. Ah, jetzt. Ich stand im Weg. Dann baue ich doch mal ein bisschen Wir. Vorteil an diesen Dingern hier. So. Kannst du einfach mal, kannst du einfach mal irgendwo hochlaufen? Und dann hier oben abbauen. Die Kronen, ne? Wieder keine Hacke mitgenommen. Nur eine Spitzhacke. Oder habe ich eine mit? Habe wieder an alles gedacht, nur nicht an eine Hacke, ne? Ah, warte mal. Ich glaube zu wissen, dass ich hier oben irgendwo eine reingepackt hatte. Nö. 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 Auch nicht? Wo habe ich den hingepackt? Naja, gibt Schlimmeres. Dann dübel ich das halt mit der Spitzhacke weg. Ist auch nicht schlimm. Ich muss ja die Krone mit wegmachen, sonst kann ich ja hier nicht neu anbauen. Das ist ja das Problem. Das heißt, kann ich schon, aber dann fehlt mir Höhe. Und wenn mir Höhe fehlt, dann fehlt mir natürlich auch Karmesinstamm. Überlegen, ob das wesentlich schneller ginge, wenn ich hier oben jetzt eine Hacke benutzen würde. Oder ob sich das so lohnt. Also ob sich das lohnt, wenn ich nochmal zurücklaufe. Desi, du hast doch schon mal mit der Hacke gearbeitet. Kannst du da was zu sagen? Geht das viel, viel schneller? Nenu. Ich lasse es mal so, wie es ist, ne? Wir wissen ja, was passiert, wenn ich Nachrichten freigebe, die der eine Mod gesperrt hat. Dann kommt der andere und sperrt dich. Ich lasse es mal so. Er hat einfach nur geantwortet gerade. Ich erkläre das mit Jap. Und irgendwie scheint Jap wohl was zu sein, was dieser komische Automod hier rausfiltert. Weil weiß keiner, was ein Jap ist und was am Jap so schlimm ist. Natürlich sein, dass das auf irgendeine Sprache. Das ist ja meine Überlegung, dass das vielleicht auf irgendeiner Sprache eine Beleidigung darstellt, ein Schimpfwort oder sonst was. Weißt du, dass das einfach. Dass so Schimpfworte auf jeder Sprache einfach gesperrt ist hier oder sind.
Deswegen der Mod so komisch reagiert. Naja. Okay, dann mit Jap meinst du, lohnt sich und das geht viel schneller. Dann werde ich das jetzt mal hier einstellen. Werde jetzt einfach nur den Mast hier wegkloppen, der noch hier drin ist. Und dann. Oh. Aufsammeln. So. Schon mal weg. Das ist schon mal cool. 10 Wirstiel und wir warten. Oh Gott. Gott. 10 Wirstiel. Mehr nicht. So, das heißt, wie viel habe ich jetzt? 26. Um die 4 Stacks hätte ich gebraucht, 2 Stacks hatte ich noch, also mit anderen Worten, so. Muss eh nochmal zurück. Ich habe keinen Knochen mehr mitgenommen und keine Wirrpilze. Wirrpilze brauche ich nicht, brauche nur Knochenmehl, okay. Und ich hier nicht auch. Ah, jetzt, so. Bei den weiten Flächen hier habe ich immer das Gefühl, ich renne gar nicht. Dabei bin ich die ganze Zeit permanent am Rennen hier. So, dann einmal schnell nochmal zum Lager. Knochenmehl war weiter hinten. Könnte aber einfach Knochen mitnehmen. Und die dann Mehl machen. Noch ein, oh, ja, das ist, da habe ich auch noch reichlich von. Immer einfach hier so ein Stack mit. Und hier irgendwo links. Gelbe Gang. Eigentlich brauche ich nur Knochenmehl. Wirrpilze entstehen ja da. Habe auch nur 9 hier, also lasse ich die hier. Ich wollte noch haben eine Hacke. So, bevor ich gleich wieder da stehe und mir überlege, warum habe ich jetzt das nicht mitgenommen, was ich eigentlich holen wollte. Ich bastle mir mal eine Diamanthacke, wenn die nicht schon vorhanden ist. Dafür brauche ich ein paar Diamonds. Davon haben wir nicht ganz so viele, wie man sieht. Und ein bisschen Holz. Ich habe mich so an das Rennen hier gewöhnt, dass ich immer denke, ich stehe auf der Stelle, wenn ich normal gehe. So, dann wollen wir mal. 1, 2, 3. So, und dann einfach nur oben den. So, ne? Nicht noch eine? Ja. Genau. Nehme ich einfach mal so mit. Ich glaube, das reicht voll und ganz. Die können wieder rein. Die können wieder rein. Na, die packe ich auch mal rein, dann habe ich nämlich mehr Platz. Die 12 Teppich brauche ich nachher noch. Gut, wieder rüber. Bin gespannt, ob das jetzt viel schneller geht. Da ging es hoch. Raus. Oh, wir haben Nacht. Könnte gleich aufs Auge geben.
So, Tür zu. Knochenmehl produzieren. Übertreiben, also nicht untertreiben, meine ich damit natürlich immer. So, oh, hallo. Gut, dass die nichts mehr kaputt machen können. So, also. Ich will einen Pelz. Gib mir Pelz. Ein Pelz da. Hallo? So. So, da sind wieder Pilze. Vier Pilze. Karmesinpilz ist auch gleich gespawnt. Wusste ich gar nicht, dass dabei auch Karmesinpilze spawnen können. Das finde ich gut. Das würde aber auch andersrum bedeuten, dass da hinten schon wieder einer angeflitzt. Was? Das hat was. Wo ist er? Komm ran hier. Irgendwie, wenn das nicht so ruckelt, kann man viel besser ziehen, ne? Toll, toll, toll! Danke! Das ist schön. Nur die Frage, wann du wieder hier bist, ne? So, dann pflücken wir das mal alles weg hier. Komische blaue Zeug. Das kein Mensch braucht. Was auch meines Wissens keine wirkliche Bewandtnis hat für irgendwas. So, dann kann ich. Nee, noch nicht. Moment. Ich muss erstmal die Schippe wegmachen. Die Zacke wegmachen, die eine. Beide Spitzhacke wegmachen, dann habe ich nur noch die Axt und das. So. Nicht die Wirrpilze hinpacken, kann das hinpacken und was brauche ich noch? Gerüste. Und die Waffen habe ich natürlich immer griffbereit. Essen. Ernsthaft. Na, zu weit weg. Du. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht's ab. Auf der nächsten Woche spätestens. So, okay. Cool. Im Laufe der nächsten Wochenenden, ach so, Wochenenden, siehst du, war ich jetzt gerade irgendwie verwirrt. Ich habe ja auch bald wieder sowas wie Urlaub. Auch so Mitte Dezember. Dann lässt sich da bestimmt wieder was einrichten. Warte mal, da musste ich, glaube ich, es ist da Knochenmehl drauf machen. Richtig, so war das. Jetzt kann ich den Pilz draufsetzen. Meine Güte. Dann konnte ich das. Konnte ich einwachsen lassen hier. So, machen wir mal hier auch. Zack.
Himmel. Eingesperrt. Leiners. Nerviges. Etwas. So. Und ursprünglich wollte ich eigentlich was weggehackt haben hier. Oh, das geht ja wirklich schnell, verdammt. Ja, es lohnt sich, hast recht. Lohnt sich sowas von. Also muss ich mir auch noch eine Hacke fertig machen. Eine, die sich selbst repariert. Oh Gott. Okay. Problem ist, wir haben keine Bücher mehr mit Reparatur, glaube ich. Mein Öl. Hallo. Warum brenne ich? Dann muss ich mir noch eine Hacke mit Reparatur fertig machen. Okay, kriege ich hin. Oh, die Dinger gehen genauso schnell kaputt. Die Blitzlichter, das finde ich gut. Vor allem, wenn ich dann so eine Hacke habe. Bauen wir hier noch ein paar Gerüste drauf. Wenn ich dann so eine Hacke habe, dann kann ich da vielleicht auch noch Glück drauf packen oder so. Gucken, was da noch so an Büchern über ist. Oder Effizienz. Nee, warte mal, du brauchst... Effizienz brauche ich, genau. Effizienz ist für Tempo. Glück war jetzt ja nur, wenn es was droppen soll. Oh. Das wollte ich nicht wegmachen. Könnte aber mal... Oh. Da zwei dran bauen. So, dann bin ich jetzt über, dem Stiel, okay? Das werde ich wieder wegmachen und den Rest vom Gerüst kann ich eigentlich stehen lassen. Oh. Hm. Sehr gut. Und das noch wegmachen. Und das alles nur für den Schlafzimmerboden. Das ist doch krass. Was man nicht alles tun muss, ne? Nur wenn man das Material nicht da hat im Lager. Abholzen. Wegmachen. Vor allem für das, was ich hier gerade wegmache, mache ich es ja eigentlich gar nicht. Das brauche ich ja im Prinzip jetzt da nicht. Ich benötige ja eigentlich nur das Holz. Holz. Jetzt habe ich den Baum auch schon halb mit weggerotzt. Dann kann ich den auch nachher abbauen. Okidoki. Okay, dann Axt. Plop, plop, plop. Und weg damit. Aufsammeln. Sammel, sammel, sammel. Seid ihr sie, wenn du hierfür auch eine automatische Farm bauen kannst. Das hätte was. Oh. Ah, irgendwie war das jetzt doof. Sollte das gar nicht hin, das sollte hier hin. Nee.
Nein. Versuche immer unten drunter, also drauf zu stehen und das zu bauen. Das funktioniert nicht. So. Hacke. Das ist doch mal eine Idee. Laufen erstmal hier oben über die Wipfel, machen erstmal die Wipfel alle weg und dann kann man ganz in Ruhe den Kamesin-Stiel da rausziehen. Also, nee, was den Wir-Stiel da rausziehen. Neupflanzen, siehste. Man muss ja erstmal seine Linie finden. Das geht wirklich sagenhaft schnell. Ich stelle mir gerade vor, ich müsste das mit der Spitzhackengeschwindigkeit hier machen. Das hat ja ewig gedauert. Oh, noch. Noch im Boden. Na gut. Ist da bekommt der Terminus dumm gelaufen eine ganz andere Bedeutung wieder. Das war nämlich jetzt wortwörtlich dumm gelaufen. So, jetzt noch mal hier rüber. Das da noch weg. Das noch weg und dann sollte eigentlich hier der Damm schon mal ein bisschen gekürzt werden, damit ich da von unten dran komme. Und alles. Und dann kann der Rest weg. Okay. Komme ich so nicht dran? Komme ich hier dran? Cool. So, der ist weg. Der ist weg. Gleich ist er auch weg hier. Also mit den anderen Bäumen ist es einfacher, ne? Dann machst du einfach den Stamm weg und der Rest despawnt von alleine. So, wieder aufs Gerüst. Zack, weg. So. Und jetzt der hier noch. Ja, das war eine nicht sehr angenehme Erkenntnis bei mir. Dass mein ach so treues Headset, das ich nur tatsächlich irgendwie mal dreimal, viermal gebraucht habe, aber leider schon sehr, sehr lange liegen habe, auf einmal kaputt war. Brauche es ja nicht so oft, aber wenn dann wirklich dringend. Ja, außerdem gibt es Spiele, wo du das wirklich brauchst, also wo du wirklich hören musst, wer von wo oder ob von irgendwo was kommt, von rechts, von links oder wie auch immer, und das hörst du einfach nicht über einen Lautsprecher. Kannst du knicken.
Gerade so leise Geräusche, so leise Trapsgeräusche oder so. Keine Chance. Da brauche ich dann ein vernünftiges Headset für. Einmal, zweimal, drei, viermal, fünfmal. So, das haben wir auch. Und dann machen wir hier mal wieder so ein bisschen Hölzer. Der kann da gleich stehen bleiben. Der steht schon mal richtig. Hat sich direkt richtig platziert. Platziere ich richtig. Platziere ich auch um. Auch schon, meine Güte. Super. Geht auch schon richtig. Geht irgendwie gar keiner. Bleib ich denn jetzt zusammen? Ach du lieber Gott, ich bin ja schon voll überfüllt. Krass, Mann. Ob ich mal so eine Truhe hinstelle? Machen, ne? So mitten in die Botanik. Könnte ich eine Endertruhe stellen? So. Kann man da nämlich schon mal so ein paar Sachen Richtung Lager schicken. Und ich komme an meine anderen Kisten dran, wenn ich es brauche. So, wo waren wir noch gleich stehen geblieben? Ah, anpflanzen. Sozusagen Pilze gießen. Yes. Also schöne lange Stämme. Eine Nummer. Noch eine geile. Oh, oh, guck mal. 1, 2, 3, 4. Wahnsinn. Sind aber wieder ordentlich pilzlich da drin. So muss das. Krass, Mann. So krass, Mann. Machen wir es jetzt in der richtigen Reihenfolge. Erstmal von unten so viel wie möglich abbauen. So muss das sein. Was sind Baumstämme? Können wir auch direkt wegmachen hier unten. Ich bin gerade am Überlegen, ob das vielleicht Sinn haben könnte, wenn ich die Spitze da oben einfach stehen lasse. Nee, das hat keinen Sinn. Dann wären die nächsten ja so klein. Das ist auch blöd. Okay, lassen wir das. So, da unten habe ich, jetzt erstmal genug weggezogen. Das heißt, ich kann wieder. Jetzt. 2,6 hatte ich noch im Lager. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen was. Mal, was da oben so ist, wieder.
Werde gleich wieder phantomisiert hier, wenn ich mich freigeboxt habe. So, ausphantomisiert hat sich's. Weiß noch eins. Platz machen. Auf erschießen kann. Ah, fast. Komm. Das wieder von der Seite, wo es hängen bleibt, ehrlich. So. Ich will mich doch natzen, oder? Er wartet auf seine Kollegen, eindeutig. Jetzt aber. Ich müsste gerne mal wieder so eine ganz kurze Doppel-P einlegen hier. Ich bin überlegen, ob ich mich hier gerade mal irgendwo in Sicherheit stellen kann, aber ich glaube, das scheint mir hier nicht so ganz möglich zu sein gerade. Eben wegen diesen Viechern. Uiuiui. So, bewegliche Ziele. Sehr schön. Müsste es jetzt eigentlich gewesen sein, oder? War da noch mehr Viecher? Käse hier noch weg? So. Den Baum mache ich auf jeden Fall noch weg. Vollständig. Da unten ein bisschen was auf den Kopf werfen. Nachbarbaum haben wir auch noch. Oh, Gerüst gekillt, okay. Kommt schon wieder was Phantomiges hier. Ach, ne. So. Wenn du die übersiehst, die bollern dich natürlich hier oben runter, ne? Das ist das. So, wenn ich jetzt runtergehe, gibt es gleich Action. Okay, dann machen wir gleich Action. Hopp. Hey. Das Schwert ist gut. Das ist wirklich gut. Das macht definitiv. Das macht jetzt nicht den doppelten Schaden oder so, aber es macht definitiv mehr Schaden, seitdem es ein Netherit-Schwert ist. Also. Und es hält länger. So, ich habe allerdings immer noch nicht herausgefunden, was du mal gefragt hattest, Desi.
ob es einen Unterschied macht in der Reparatur. Das heißt, ob ich das weiterhin mit, wie heißt es, mit Diamanten reparieren kann oder ob ich dafür Netherit brauche. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Geht aber auch bestimmt irgendwo. Weg der Stamm. Das Ding da noch weg. So, und jetzt gehe ich erstmal hier ein bisschen in Deckung. Ganz kurz. Noch was rausschmeißen hier aus der Truhe. Ich muss mal ganz kurz wohin? Ach, ich gehe so lange hier nebenan ins Haus. In näher. Siehste, guck mal. Das Haus ist leer. Das ist leerstehend. Ich habe ein leeres Haus. Ein ganzes. Okay. Ich bin in 3 bis 5 Minuten wieder bei euch und sage bis gleich.